Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Roach Legacy. Und wir haben wieder drei Kinder zurückgelassen, in die Welt gesetzt. Und zwar einen Lich, einen Paladin, einen Minenarbeiter. Ja, Minenarbeiter ist halt wegen Gold gut, aber wenn wir schwach sind, bringt ein Minenarbeiter nichts. Paladin oder Lich? Lich hat... Also, Sir Kenny hat ausnahmsweise mal göttlicher Paladin. Okay. Sir Kenny hat keinerlei negativen... Die haben alle keine negativen Auswirkungen. Also, Sir Glauber der Zweite hat da ordentliche Gene gehabt. Wild herumfliegen. Klingenwand. Beschwört eine große Klinge, die sich beschützt. Dauerhaftes Leben für... Komm, wir nehmen den. Wir nehmen Sir Useless, der 2D. Hallo. So, mit dem Geld gehen wir erstmal hier kicken. Erstmal kicken. Wir haben doch hier noch einen Cape für 15% kritischen Schaden. Kostet 400. Oder Vampir ist weniger Leben. Vor allem, jetzt überleg mal, ich nehme komplett weniger Leben, ne? Hier 30 weg, hier 30 weg. Dann bin ich eigentlich tot. Oder nicht? Habe ich von hier... Nee, Vampirismus habe ich noch gar nicht genommen. Okay, wir nehmen jetzt auf jeden Fall den Ritterumhang. Ey, wir haben den sogar, guck mal. Ich bin ein grüner Ritter, ich bin... So, jetzt haben wir das komplette Set. Hier fehlt uns das noch, ne? Können auch das nehmen, wenn wir leichter. Dann haben wir ja noch hier. Zum Beispiel für den Helm. Aber da haben wir ja das reflektiert, erlittenen Schaden. Gewährt dir die Kraft, mehrere Geschalte, mehrere Sprünge. Hier haben wir noch gar nichts. Hier haben wir was. Hier haben wir noch gar nichts. Okay. Das heißt, wir haben jetzt 1800 noch zum Ausgeben. Und zwar... Ein Schwer. Ach doch, man erkennt das ja doch. Guck mal, das ist ein Plus. Da oben rechts in der Ecke. Hier ist ein Plus. Hier ist kein Plus, aber hier ist ein Plus. Hier ist ein Plus. Daran erkenne ich, dass ich ja das noch kaufen kann. Ah, man erkennt das also doch. 13 Folgen später. Habe ich das auch mal gelernt. So, was das? Kritische Chance, plus 2%. Aktuell, wir haben gerade mal 2% Crit-Chance. Uff. Stärke wäre schon schön. Genauso wie Leben. Leben erstmal auf 10 machen. Oder das hier. Den Zauberdieb freischalten. Ja, ne. Ach komm, weißt du was? Wir machen den Zauberdieb. Klasse freigeschaltet. Der Zauberdieb entzieht Feinden Mana. Dadurch hat er in der Hitze des Gefechts unendlich viel Mana parat. Weiter so. Und dann kann man den auch verbessern. So, und jetzt könnten wir für das Geld nur noch das da unten machen. Ping! Hammer. So. Ich glaube, in dieser Folge werden wir uns mal konzentrieren, mal den Wald zu probieren. Falls wir bis dahin kommen, oder? Aber ist ja auch schlau, wenn wir erstmal hier alles... Uah, was sind das für eine dicke Kanone? Ich bin gleich schon tot. So viel dazu, dass wir auf jeden Fall den Wald erkunden werden. Wenn ich tot, wer weiß. Ja. Ja. Ah, ein blöder Geist kommt. So. Zack, zack, zack.
Sehr gut. Ein bisschen geholt. Auch sehr gut. Wir sollten auf jeden Fall immer, wenn wir genug Gold haben sollten, uns auf Gold fixieren. Weil je mehr Gold, desto mehr, also je schneller wir Gold kriegen, desto schneller kriegen wir dann aber auch die Dinger zusammen, ne? Pum, 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 zack. Die Upgrades dann. Weil zum Beispiel für jeden Sack irgendwie da erreiche mich rechtzeitig. Ich muss sie doch erstmal lesen und so. Ich hab das doch nicht so schnell. Oh Mann, ich wusste das doch nicht. Ich bin auch gleich los, als ich realisiert habe, was ich machen soll. Ich bin auch direkt los. Oh Gott. Oh Mann. Warum kann ich da schon wieder nicht rein? Oh, das kann auch nicht angehen. Oh, was ist das denn? Ach ja, das Lied erinnert mich so an Howard. So, komm. Skin of my teeth. Narwhal. Nehmen wir das. Impf in Auge. Oh Mann. Wolltest du das bekämpfen und Bassen mit Hilfe des Architekts üben? Okay. Ja, mit dem Architekten, dann kriegen wir aber nur noch 60% Gold, würden aber das Schloss natürlich voll kriegen. Ein unaufhaltsamer Koloss. Die Heldin kann einiges wegstellen. Ja, Barbarenkönig könnten wir wieder nehmen. Wir hätten nur eine Glatze. Erzmagier und Zauberdieren. Eine Heldin für Experten. Triff Feinde, um Mana wiederherzustellen. So voller Energie. Bewegst dich richtig schnell und du bist so schwer, dass die Feinde nicht zurückwerfen können. Wir nennen Lady Viola die Zauberdieben. Ganz neu. Let's go. Was können wir machen? Können wir mehr leben. Zack, nehmen wir doch. Sieht aber komisch aus, oder? So. Let's go. Boah, so viel. Boah. Hallo. Immer wenn ich angreife, kriege ich Mana zurück sogar. Also nicht, wenn ich jemanden töte, sondern... Oh Gott, was kommt? Also gut, kommt von oben, oder was? Ja. Zack. Erledigt. Ja. Zack. Ja. Zack. Ja. Mit jedem Angriff kriege ich. Heia, bam, heia, bam. Wenn ich mich... Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich heilen würde mit jedem Angriff. Aber gibt es ja. Den Vampirismus. Er würde ja genau das machen. Okay, es sind ganz schön viele. Hey, meine Münze da. Ganz schön viele Türen hier. Okay, guck mal an, ey. 1, 2, 3, 4. Und da hinten haben wir auch noch welche.
sonst ist hier nichts. Gehen wir eine Etage höher. Kiste mit einer Menge Gold. Auch diese Njung Njung die ganze Zeit. Wenn ich angreife. Ja. Aber easy. Wenn man einfach weiß, dass man so viel. Oh nein, sag nicht. So nah. Und doch so fern. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. Oh. Wieso sind hier so viele Bosse auf einmal? Oh Mann. Oh Mann, Ich war noch so gut. Erzmagier Assassin. Ein riskanter Held. Geringe Werte, kann aber ferne kritische Treffer landen. Den Göffel gibt es noch. Kannst du nicht in 3D sehen. Du neigst zu Übertreibungen. Aber was heißt das im Spiel? Du leitest sehr gut Strom. Jede Tötung gewährt dir Mana. Nicht jeder Angriff, sondern jede Tötung. Nehmen wir den Assassin. Sir Gawain der Dritte, let's go. So, was können wir noch verbessern? Mehr Gold auf jeden Fall nicht. Mehr Stärke auf jeden Fall. Und dann nur noch mehr Intelligenz. Für mehr Intelligenz. Wie viel Dings haben wir jetzt eigentlich? 15% kritische Chance haben wir jetzt dazu gekriegt. Okay. Und wenn ich jetzt... Oh, guck mal. Wenn ich jetzt... Möchtest du das Schloss einfrieren? Ja. Dann frieren wir das Schloss mal ein. Viel Spaß. Vielleicht erreichst du ein paar Schätze, die deine Vorfahren übersehen haben. So. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Ist das jetzt eingefroren? Ja, ne? Deswegen sieht das so komisch aus, oder? Oder hat das was mit meinem Göffel zu tun? Aber ich will zu den ganzen Bossen zurück. Ja, warte, wir können ja trotzdem das Gold mitnehmen, ne? Krieg ich jetzt weniger Gold. Das ist doof. Boah, Alter. Der hat ja... Was hat er? Was soll ich sagen? 4 Kugeln gehabt. Warum das denn? Warum hat er denn 4 Kugeln gehabt? Die Kisten, die zu sind, ne? Die offen sind. Die bleiben. Oh Mann. Die bleiben offen, ne? Ja. Hätte ja sein können, dass man die nochmal einsammeln darf. Der ist schon mal weg. Ach ja. Ich komme immer noch nicht da hoch.
Scheiße. So, aber hier war ja direkt nochmal ein Boss. Und hier auch. Das wird wohl auch nicht alles gewesen sein. Alter! Eigentlich! Das sind einfach viel zu viele! Oh, ich stelle mich aber auch scheiße an, ne? Das kann nicht angehen! Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß, manche Folgen sind ein bisschen kürzer, aber jetzt stell mal vor, nächste Runde läuft jetzt richtig gut und dann wird die Folge viel zu lang. Und ich will sie ja nicht mittendrin dann kürzen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.